Grüß euch! Wie schaut es eigentlich aus? Braucht ihr euren Kinderwagen? Wir haben, bevor unser Kind auf die Welt gekommen ist, auf jeden Fall einen Kinderwagen gekauft. Ich habe von Anfang an gesagt, ich werde den Kinderwagen im Auto lassen, weil ich meistens eben im Auto unterwegs bin und sonst, wenn wir rausgehen, steht das Auto vor der Tür. Im Stiegenhaus ist kein Platz, dass wir den Kinderwagen hinstellen und im Keller möchte ich den Kinderwagen nicht lassen. Erstens, im Kellerabteil ist zu wenig Platz und zweitens, einfach bei den Fahrrädern wollte ich ihn nicht lassen, nachdem bei uns einfach in den Keller schon oft eingebrochen wurde. Deswegen habe ich gesagt, ich werde den Kinderwagen einfach immer im Auto lassen. Wird wahrscheinlich eh schnell gehen zum Auf- und Abbauen. Ja, leichter gesagt als getan. Jetzt war dann das Kind auf der Welt. Das Problem war die Babywanne, die war einfach so schwer mit Kind und so unhandlich zum Runtertragen. Ich habe es nie gemacht, als ich alleine war. Es war entweder meine Mama mit, mein Mann mit. Nachdem wir dann den Buggy-Aufsatz verwendet haben, war es dann eigentlich noch schwieriger, weil in der Babywanne, da habe ich ihn reingelegt und da habe ich den jetzt dann auf den Boden stellen können und währenddessen den Kinderwagen selbst aufbauen können. Im Buggy-Aufsatz war es so, er hat sitzen können, aber noch nicht gescheit und es war dann eigentlich schon Herbst, das heißt, ich kann ihn jetzt nicht auf die Straße sitzen und aber auch nicht im Auto hinten hineinlegen, während ich den Kinderwagen aufsetze. Es war die Frage, was tue ich? Jetzt habe ich mit der Babyschale, mit dem Autositz, runtergehen müssen, also das Kind drinnen, damit er einfach in Sicherheit ist, während ich den Kinderwagen aufbaue. War eigentlich auch umständlich. Mit der Trage runtergehen, das geht auch nicht, weil wenn das Kind vor mir angeschnallt ist, dann kann ich den Kinderwagen nicht aus dem Kofferraum rausheben und dann habe ich Angst, dass ich ihn verletze. Also das nächste Problem war, einkaufen gehen. Mit Kinderwagen hört sich ja grundsätzlich toll an. Man kann die Einkäufe einfach unten in den Korb reinlegen und man braucht nichts herumschleppen. Naja, und dann kommt man zur Haustür und hat Kinderwagen, Einkäufe, Kind, 3 Stockwerke zum Raufgehen ohne Lift. Was mache ich da? Jetzt war einfach meine Lösung immer, dass ich mit Tragen unterwegs war. Also Kinderwagen war bei uns bis jetzt, also unser Kind ist jetzt 10 Monate alt fast, also wenn ich alleine unterwegs war, ja, wenn ich mit dem Auto unterwegs war, also in der Stadt, in einem Einkaufszentrum, irgendwohin spazieren fahren, ja, für den Kinderwagen, dann habe ich hier die Babyschale, da sitzt da währenddessen drinnen, angeschnallt, ist in Sicherheit, kann nicht rausfallen, kann sich nicht wehtun, während ich den Kinderwagen aufbaue. Ansonsten, hier zu Hause ist er eigentlich überflüssig gewesen, weil alleine zu spazieren gegangen bin ich dann mit Trage, einkaufen gegangen bin ich mit Trage oder Tragetuch, weil er ist bei mir, er fühlt sich wohl, ich habe beide Hände frei, war das einfach unsere Lösung. Ob ich jetzt von einem Kinderwagen abraten würde, geschickt ist es schon, wenn man wirklich in die Stadt reingeht, wenn ihr einen Lift habt oder ein Haus habt, ist ein Kinderwagen eine tolle Sache, weil dann schnappt man das Kind und tut es hinein. Wenn jetzt im Winter ist, dann nochmal die Frage, weil jetzt ist es kalt draußen, jetzt brauchen wir einen Fußsack. Den habe ich aber jetzt auch oben und nicht im Auto unten, weil es ist auch kalt. Ich möchte ja mein Kind nicht in den kalten Kinderwagen reinlegen. Wenn wir eine andere Wohnsituation hätten, dann würde ich sagen, ist das ganz was anderes. Für uns hat sich der Kinderwagen ja schon ausgezahlt, weil wir sind dann am Wochenende oder wenn mein Mann von der Arbeit heim war, immer spazieren gegangen und dann haben wir schon immer den Kinderwagen genommen, weil das ist auch einfacher, wenn er einschläft. Der Babywanne war es einfach, als er eingeschlafen ist, und dann haben wir einfach die Babywanne so genommen. Ich finde ja auch einen größeren Vorteil von den Tragen jetzt, wenn er einfach einschläft. Weil wenn er jetzt im Kinderwagen einschläft, wenn ich ihn rausnehme aus dem Kinderwagen, damit ich raufgehe und den Kinderwagen zusammenbaue, dann wacht er mir ja auf. Und wenn der Trage einschläft, schläft er einfach weiter. Ich gehe rauf, ich kann dann ihn aus der Trage rauslegen ins Bett und er schläft einfach weiter. Bevor er euch einen Kinderwagen zulegt, überlegt einmal, wie ist eure Wohnsituation? Könnt ihr den Kinderwagen einfach stehen lassen unten? Dann würde ich es mir wahrscheinlich auch überlegen und den öfter benutzen. Oder müsst ihr ihn zusammenbauen, irgendwohin verstauen, weil ihr nicht wollt, dass er einfach herumsteht? Habt ihr einen Lift? Müsst ihr viele Stockwerke ohne Lift gehen? Bedenkt, ihr seid wahrscheinlich alleine mit Kind, weil der Mann wahrscheinlich arbeitet. Die Großeltern vielleicht nicht immer Zeit haben. Meistens ist man alleine mit Kind, da muss man auch mal einkaufen gehen. Sicher, man kann das immer einteilen, dass man mit dem Mann einkaufen geht oder mit den Großeltern. Je nachdem, wen ihr halt habt. Aber überlegt es euch. Wie schaut es bei euch aus? Wie würdet ihr euch entscheiden? Braucht man einen Kinderwagen?
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.